Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei der schönsten von 1001 Nacht. Herzlich willkommen am Red Carpet des Livebaus 2013. Es ist ja ganz schlimm, mich hier hinzustellen, weil ich kann mich gar nicht mehr auf die Sendung konzentrieren, weil ich die ganze Zeit nur rumschaue. Denn wie jedes Jahr schreiten hier über den Red Carpet die Gäste in ihren prachtvollen Kostümen und ich kann mich nicht satt sehen. Wir sehen natürlich heuer nach dem Motto 1001 Nacht Orientalische Opulenz und die eine und andere, was heißt Hundertschaften von schönen Prinzen und Prinzessinnen. Ja, der Alfons und ich hoffen natürlich auch auf spannende Gespräche hier auf dem Red Carpet, der ja eigentlich Magenta Carpet hier heißt beim Liveball. Bist du soweit? Können wir loslegen? Ich sehe schon meine ersten zwei Gästinnen. Ah ja, oh, die sind toll. Alles Gute, bis später. Toi, toi, toi. Folgen Sie mir bitte unauffällig. Ja, eine Frau, die über Film und Fernsehen zu dem wurde, was sie heute ist, Burgtheaterstar Sunny Melles. Servus, guten Abend. Servus. Und die Tochter Leonie. Sunny, darf ich ausnahmsweise mit deiner Tochter anfangen? Ja, denn sie ist heute der Star. Leonel, es gibt neue Umfragen, dass die heutige Jugend eigentlich sagt, AIDS interessiert uns nicht, das betrifft uns nicht, es gibt Medikamente. Wie empfindest du das in deinem Umfeld? Ich finde, meine Schule macht mir viele Projekte auch gegen AIDS. Und bevor ich hierher gekommen bin, haben wir mit meinen Freunden darüber geredet, wie es Leuten beeinflusst. Und wir machen auch in der Schule auch immer Projekte gegen AIDS und gegen auch andere Sachen. Und ja. Mit 16 bist du sicher heute eine der jüngsten Besucherinnen des Balls, der erste Liveball. Was erwartet man vom Liveball als junges Mädchen? Ich bin schon das zweite Mal jetzt hier und es ist jedes Jahr einfach unglaublich. Ich freue mich schon richtig, weil meine Mama hat mir schon gesagt, dass Fergie kommt, dass Elton John kommt und ich freue mich auch sehr auf die ganzen Videos, auch über AIDS und was sie alles gegen AIDS machen. Ich sehe den liebevollen Blick der Mutter, aber ich sehe ein bisschen Angst auch, weil die Tochter so hübsch wird. Besteht die Chance, dass sie vielleicht auch ans Theater geht? Das musst du wissen, sag du das, ob du am Theater gehst. Ja, aber ich mache auch ein Praktikum jetzt im Burgtheater und will. Oh, ey. Das sind keine guten Nachrichten, oder? Doch, ich vertraue, das ist so schön. Ich vertraue dem Liveball, dass er euch beiden sehr gefallen wird. Dankeschön, danke, grüß euch. Ciao, ciao. Danke.